Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Aber auch ihr habt nicht den Stein der Weisen. Aber aus der Nummer wird nichts. Aber Blut ist dicker als Wasser. Aber damit ist jetzt Schluss. Aber dann ist das unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten auch nachvollziehbar. Ja? Aber das ist nicht der Fall. Aber davon lasse ich mich nicht schrecken. Aber der Nächste, der hier vor meinem Haus auftaucht und irgendwas macht, ist ein toter Mann, das schwöre ich euch. Aber eins noch. Aber hört selbst. Aber ich bin's nicht. Aber ich schieße zurück. Aber im Jammern seid ihr alle ganz groß. Aber sie, perverses Stück Scheiße. Aber so weit geht das, ne? Aber wie auch immer. Aber zacki. Abgang, aber ganz schnell. Abgang, Abflug. Abgedreht. Abstand halten. Abstand. Abwarten. Ach, ah! Ach, scheiß People. Aha. Das interessiert mich auch nicht. Ja, bitte. Ah ja, doch, hat doch geklappt. Gut. Lieber offene Ablehnung. Ah, schön. Schön, wunderbar. Albern, lächerlich, lächerlich. Alkohol. Alle anderen können sich sonst wohin scheren. Alles Gute für Sie. Alles Gute. Alles, was du sagst, stimmt. Alles wird der Kripo gemeldet. Alle Zeit der Welt. Also für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Also ich nehme mal an, das ist eher ein Fake. Also ich werde wohl observiert. Also ihr habt einen ganz schönen Standesdinkel da drüben im Osten. Also ihr wisst Bescheid. Also ihr wisst ja, was das bedeutet. Also kannst du nicht astrein sein. Also macht mal die Hufe scharf. Also. Man entferne sich geflissentlich aus meinem Leben, aber ganz schnell. Also merkt euch das. Also sie bringe ich wirklich in die Forensik. Also, sie sind doch von allen guten Geistern verlassen. Ihnen ist doch nicht mehr zu helfen. Also verschwinden sie doch einfach aus meinem Leben. Also wäre ich der Sohn Gottes, wärst du in noch nicht mal 24 Stunden tot und deine gesamte Familie ausgelöscht. Also was mit welcher Dreistigkeit und Unverfrorenheit machen sie so weiter? Also was wollt ihr? Also wie krank? Was, ihr versucht hier ein Bild von mir zu skizzieren, was ich nicht bin. Als Warnung. Am liebsten würde ich meine Koffer packen und Deutschland für immer verlassen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Anders und besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Angefangen mit Behördenwillkür. An meiner Vita gibt's nichts zu rütteln. Ansonsten bin ich morgen noch bei der Presse. Ansonsten fließt bald Blut. Ansonsten lege ich noch eine Schippe drauf. Anwälte. Arbeitsamt, Trouble und so weiter. Ataria, Guamundul. Auch da ist der Sack zu. Auch die Hunderten von Fake-Abonnenten. Auch ein ganz lieber. Auch ich gehe notfalls über Leichen. Auch ich kann bitterböse. Auch ich kann böse. Auch ihr könnt bluten. Auch ihr seid schon bekannt. Auch ihr werdet Tribut zollen. Auch meine Geduld ist irgendwann mal erschöpft. Auch mit Gewalt. Auch sie können bluten. Auch sie können sterben. Auch ihre Familien können zerstört werden. Auf das Bild meiner Mutter koten. Auf den eröffne ich jetzt die Jagd. Auftrag erledigt. Ausgeenvot. Ausgrenzen und mobben und demütigen. Aus meiner Situation heraus war das immer legitim. Bald ist Weihnachten. Baphomet heil und so weiter. Begeht Selbstmord. Behinderte Menschen, die auf YouTube auftauchen. Bei euch werden bald die Handschellen klicken. Bei Gott! Bei Mediamarkt. Bei mir kommst du nicht so einfach davon. Bereitwillig Auskunft geben. Berlin, ich liebe dir. Beschimpft mich, beleidigt mich. Besonders renitente Drecksau, wie man hier sieht. Ne? Besser gesagt, ein Wunsch. Betrugsdelikte. Bin ich ja das beste Beispiel dafür. Bisweilen Faschistoide. Bisweilen. Bis zum gewissen Punkt. Bis zum Abwinken. Bitte aufmerksam zuhören. Bla 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 und pipapo. Boah! Bonus Blu-ray DVD. Böse Würze. Brot und Spiele, ihr dämliches, dummes, grenzdebiles Gesocks. Brot und Spiele. Buh! Buttermilch bei Penny. Kaputt Mortem! Circa 1,75 Meter, schüttres Haar. Cyberterroristen. Da bin ich noch relativ harmlos dagegen. Da freue ich mich drauf. Dafür bezahlt ihr Abschaum. Dafür kann ich sie drankriegen. Dafür sorge ich schon. Dafür wirke ich ihnen auch noch eins rein. Da gewinne ich ausnahmsweise mal. Da gibt es letztendlich nichts mehr zu sagen. Da gibt's andere, die besser sind als ich. Da habe ich noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Da ihr Heuchler seid allesamt. Da ist einiges auf dem Weg. Da könnt ihr nichts gegen tun. Damenhöschen für inkontinente ältere Frauen. Damen vom Escort-Service. Damit die Polizei Bescheid weiß. Damit habt ihr euer Todesurteil unterschrieben, jeder einzelne von euch. Danke für eure zahlreichen Abos. Danke meinem Informanten. Dann fahre ich mit euch Schlitten. Dann gehen Sie mal ins Bett, Frau Baraka. Dann gnade euch Gott. Und dann ist es auch schon zu spät. Dann ist euer Ruf mehr als ruiniert.
dann kommt das einem Todesurteil gleich. Für euch. Dann rotiert mal von der Staatsanwaltschaft. Dann schicken Sie ihm mal das SEK. Dann werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh, Sie sadistische, perverse Drecksau. Dann wird entnazifiziert. Darauf ist geschissen. Darauf könnt ihr alle eure Ärsche verwetten. Das bin ich. 1:1. Das denkst du. Das dicke Ende kommt noch. Das Ding ist gegessen. Das Game um meine Person ist vorbei. Gewöhnt euch dran. Also das Ganze stinkt zum Himmel und es reicht mir jetzt. Das garantiere ich euch. Das geht eine Spur zu weit. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das ist beispiellos. Das habe ich nie geschrieben. Das halte ich nicht für übertrieben. Das hat alles Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Das hat noch ein Nachspiel. Das hätte ich mir alles schenken können. Das hätte ich schon viel, viel, viel früher machen müssen. Das Herz auf der Schnauze. Das hier ist etwas zu langweilig. Das hilft nämlich, wenn ich das hochlade bei YouTube. Dass ihr euch nicht lächerlich vorkommt. Dass ihr euch nicht schämt. Das ist es im Wesentlichen. Das ist alles nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist auch der blanke Hohn. Das ist bitteschön meine Sache dann. Das ist dann euer Todesurteil. Das ist der blanke Hohn. Das ist der Matt, auf den ihr steht. Das ist doch obskur. Das ist doch sehr obskur. Das ist doch sehr seltsam. Das ist doch sehr seltsam. Das ist ein ganz toller und spezieller Mensch. Das ist ein starkes Stück. Das ist ernst gemeint und dabei bleibt's auch. Das ist Fakt. Das ist ja wohl der blanke Hohn. Das ist keine Drohung, das war eine Empfehlung. Das ist kein Kunststück. Das ist kein Matt mehr. Und das ist meine Antwort. Das ist meine Geisteshaltung. Das ist meine Privatangelegenheit. Das ist meine Sicht der Dinge. Das ist mein Resümee aus allem. Das ist mir jetzt auch klar. Das ist mir sowas von egal. Das ist nicht authentisch. Das ist nicht normal. Das ist pathologisch hoch 10. Das ist Rufmord und Nötigung. Das ist Rufmord. Das ist schon mal gelogen. Das ist so eine Art Vaterersatz. Das ist strafrechtlich relevant. Das ist totaler Hanebüchner Schwachsinn. Das ist Vernunft. Das ist vollkommen irrelevant. Das ist zu viel des Guten. Das kann die Polizei ruhig sehen. Das kann ich alles. Das kann ich Ihnen versichern. Das kann ich nicht so ohne weiteres. Das kann morgen Ihnen passieren. Das könnte passen. Das könnt ihr euch nicht auf die Fahnen schreiben. Das könnt ihr euch selbst zuschreiben. Das kostet mich noch nicht mal viel Mühe. Das kostet Sie Ihr Leben. Das Krankenhaus, in dem ich war. Das meine ich authentisch und ernsthaft. Das Mimum-Baraka-Game ist zu Ende. Das nimmt euch niemand ab. Das nur nebenbei. Das passt nicht zu mir. Und das Schwert der Rache wartet nur darauf. Das schwöre ich euch. Das schwöre ich euch. Das schwöre ich euch. Dass ich C bin, haben Sie schon mitbekommen. Und das sollte euch allen eine Warnung sein. Das sollte euch jetzt klar sein. Das spielt keine Rolle mehr für mich. Das steht jetzt im Raum. Das stimmt auch. Das stinkt doch zum Himmel. Da steckt was Größeres dahinter. Das erkennt ein Blinder mit einem Krückstock. Da stehe ich auch dazu. Das tue ich schon nicht. Das verstehe ich jetzt auch. Das war auch das letzte Mal. Das war ein knallharter Stalker aus dem Lager der Äther und Trolle. Das war ich. Das wäre ja mal eine tolle Wende. Das war's jetzt. Das war's jetzt. So, das war's jetzt aber wirklich. Das war's jetzt im Wesentlichen. Das war's jetzt. Jetzt ist das Maß voll. Das Wasser im Arsch. Das werde ich mir zu Gemüte führen. Das wird ein teurer Spaß. Das wird euch nicht gelingen. Das wird geil. Das wird schon alles. Das wird sowieso ein Eigentor, wenn er bei der Polizei aufschlägt. Das würde sich mal lohnen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Davon wüsste ich. Da werden sich einige von Ihnen noch warm anziehen müssen. Dazu bin ich viel zu anständig im Herzen. Dazu brauche ich aber Ihre Unterstützung. Dem Himmel sei Dank. Demut vor dem Leben und der Individualität anderer Menschen. Dem werde ich ganz schnell einen Riegel vorschieben. Den hässlichen Deutschen gibt es immer noch. Den ich dann auf euch hetzen werde. Denken Sie, Sie kommen davon? Denkt ihr alle, ihr kommt davon? Denkt ihr, ich bin so dumm, dass ich das nicht gemerkt hätte? Denn eins ist mir klar geworden. Denn es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre. Denn Leute wie ihr seid chronisch krank. Ihr seid besessen vom Teufel, buchstäblich. Denn wenn ihr das wollt, ihr geisteskranken Psychopathen, findet ihr mich auch im kleinsten Kaff. Den Rest überlasse ich ihrer Fantasie. Denunzianten von Hetern und Trollen und Psychokrippeln, was anderes seid ihr nicht. Der Abdul. Der Anruf stellt keinen Notruf dar. Der blanke Hohn. Der blanke Hohn, ne? Der blanke Hohn. Der Dümmste unter Gottes Sonne. Erkennt das, den Zusammenhang. Der Fall ist für euch noch lange nicht ausgestanden. Der gehört doch weggesperrt, der ist gemeingefährlich. Der Gesetz des Armes greift sowieso schon nach ihm. Der interessiert mich nicht im Geringsten. Derjenige wird seines Lebens nicht mehr froh. Der junge Mann soll machen, was er will. Der Kanal hat seinen Zweck erfüllt. Der Kelch ist bereit. Der Krieg geht in die nächste Runde. Der liefert wieder feinstes Mett. Der Mann war lebendig am Verfaulen. Der schlägt jeden von uns zu Klump. Der überlebt das nicht. Der wird doch nur verarscht. Nein, ich werde nicht verarscht. Deswegen ist man nicht gleich latent schwul. Deutsche Mitbürger. Deutschland ist eben nicht das gelobte Land. Dich krieg ich dran. Dich krieg ich dran. Dich
schnapp ich mir. Dich zieh ich vor Gericht, dich habe ich jetzt gefressen. Die Anzeige gegen ihn ist aktiv. Die Anzeige von mir, die Behörden sind auf meiner Seite. Die Energie und die Power habe ich allemal. Die gehen über Leichen. Die Klage gegen YouTube ist raus. Die Knäste und die Forensiken werden sich mit euch füllen. Die Masken. Die Matrix sind sie alle. Die meisten von euch sind Arschlöcher. Die NWO bleibt unbesiegt, wir werden niemals knien und Demut zeigen. Die Polizei, darauf kann man sich nicht verlassen. Die Polizei ist bestens involviert. Die Polizei und die Justiz liest mit, was ihr mir per E-Mail noch so zukommen lässt. Die Presse werde ich dann auch einschalten. Die Schlagzeile. Die Schlinge zieht sich um deinen Hals immer enger zu. Diese Baustelle. Diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. Dieser arme Mensch. Diese renitente Drecksau. Dieser grenzdebile Mann. Dieser Mann hat sich hier total auf mich eingeschossen. Die Staatsanwaltschaft. Doch der ist sehr sarkastisch drauf geschissen. Dreckspimmel. Drogenversiffte und später an Geisteskrankheit richtiger Schizophrenie sterbende Bastard. Ja? Drogen. Du Abschaum in Menschengestalt. Du bist ein ganz großes Schwein, ein ganz großes Charakterschwein. Du bist kein Deutscher. Du bist verhart. Du Blocknutte. Du Depp, du Vollpfosten. Du Drecksau. Du Drecksau. Du dumme Drecksau, du primitives Arschloch. Du elendiger Bastard, du Hurensohn. Du Flachpfeife, ich mach so viel Videos, wie ich will. Du hast bestimmt nicht so eine gute Mutter wie ich. Du hast längst nicht so viel wie ich. Du kennst mich nicht, du Wichser. Du kommst in den Knast, du Drecksau. Du perverses Stück Scheiße. Durch meine Mutter? Du Schwachkopf, du elendige Drecksau. Du stehst auf der Abschussliste. Du und deine mit AIDS verseuchte Stinkier-Mama. Du wirst von mir gedemütigt werden. Ein bitteres Brot gereicht kriegen. Ein Blutbad, was die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Ein echter Freund hätte das gemacht. Eine Kommunikation auf Augenhöhe ist mit euch sowieso nicht möglich. Einen fähigen Anwalt. Eine schöne, heiße Kanne grünen Tee. Einige von euch Arschlöchern, von euch Arschkrampen. Ein richtiger Kehraus. Ein typisches Stigmata der holden Weiblichkeit. Empfindlich schädigen. Entschuldigen Sie mein Verhalten. Erbärmlich. Erbärmlich. Er begeistert jung und alt. Er hat Kontakte ganz nach oben. Er hat selbst gesagt, er hat Verbindungen bis ganz nach oben. Ja, und die New World Order Agenda wird sich durchsetzen. Er ist der Obermacker. Er ist der Oberking. Er ist es wirklich wert. Erstens. Zweitens. Erstmal einen Schluck Buttermilch. Er wollte mir helfen, hat er gemeint. Es dauerte nicht lange, da schoss man sich wieder auf mich ein im Chat. Es fügt sich alles zusammen. Es geht schon bei einem schroffen Umgangston los. Es ist ja nun mal Fakt. Das ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Es ist keine Markenbuttermilch. Es ist mein Leben. Das ist nicht so gut für mich, dieses Medium. Es ist nur mal leider am Geld festzumachen, was ich nicht besitze. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so widerlich. Es ist so widerlich. Es kann noch heute vorbei sein. Es kehre ein jeder vor der eigenen Tür. Es kommt alles auf einen zurück. Es kommt alles milliardenfach auf sie zurück. Es macht mir Spaß. Es reicht mir. Mir steht's bis hier. Es scheint sich hier auch um so ein perverses Schwein von Mensch zu handeln, der hier geschickt zusammenschneidet. Es tut mir leid. Es war kein Neuwagen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mann auseinanderzunehmen. Es wird Tote geben. Es wird Zeit, mal hier Fraktur zu sprechen, etc. pp. Etliche von euch sterben auch real. Euch Ficker. Euch sollte man global flächendeckend ausrotten. Mit Stumpf und Stiel. Euch würde es gar nicht geben, wenn es mich nicht geben würde. Euer Tod und der Tod eurer Familie und eurer Nachkommen. Rigoros. Fahrt zur Hölle. Fair ist das nicht, wenn ihr euch bisweilen über mich lustig macht. Fakten, Fakten, Fakten. Fast vollständige Glatze. Faustrecht des Stärkeren. Fick dich. Fickt euch. Finanziell, familiär und so weiter. Findet ihr das alles toll und spaßig? Finger weg von mir und meinem Leben. Finger weg von mir. Fragt den Ausländer. Freiwillig, aus Sicherheitsgründen. Friedensangebote. Früher oder später. 5 bis 7 oder mehr Kilo Windeln. Für die krebskranken Kinder. Für die Menschheit. Für euch bin ich die wandelnde Rassenschande. Für euch bin ich mal soeben der Nafri. Für mich ist das kein Met. Für mich ist das eine todernste Angelegenheit. Für offizielle Behörden. Wie doof haltet ihr mich eigentlich? Dass ich euch euren Dreck abnehme. Wie grenzdebil halten Sie mich eigentlich? Gaga im Kopf. Ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Ganz schnell jetzt. Ganz trocken ins Arschloch gefickt. Ganz zu schweigen von dem Futterneid. Gebe Gott, dass heute noch bei dir ein Sondereinsatzkommando der Polizei einrückt. Geben Sie auf. Sie haben keine Chance gegen mich. Gib mir Nahrung. Gib mir Input. Gefickt. Gegen meine gute, anständige Mutter, die sich nie etwas hat zu Schulden kommen lassen. Gehen Sie meinetwegen fickend, völlend und prassend. Unter. Geht besser alle sterben. Geht nicht. Geistige Umnachtung. Genau. Genießt die Show. Genug der Vorrede. Genug geblubbert. Gewöhnt euch dran. Gibt immer ein erstes Mal. Gott gebe mir, dass einer von diesen Leuten mir je begegnet. Großer Fehler. Gurkensalat. Gut.
Gut. Gut. Gut, gut, danke. Gut, das hört sich schon mal gut an. Guten Tag erstmal. Haben Sie sich das schon mal gefragt? Haben unsere Leben irgendwie miteinander Schnittstellen? Nicht die geringsten. Hab ich nie. Habt ihr was von mir zu wollen? Ha, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Das kommt reichlich spät. Halb nach früh. Hallo, hallo. Hallo, Realität. Harte Worte. Hart. Härter, am härtesten. Hast du gut gemacht, ja. Hat nicht sollen sein. Hätte ich das geahnt. Heil NWO und Heil Baphomet. Herr Baraka, warum quälen Sie sich selber? Herren und Damen. Herrlich. Hetzen. Heute gibt's schön Fischstäbchen. Hier bin ich sicher. Hier, du Arschgeburt. Hier liegt kein Spendenbetrug vor. Hier nochmal, um euch virtuell die Fresse zu polieren. Hier öffentlich gibt es nichts mehr von mir. Hier spricht ein verbitterter alter resignierender Mann. Ja, hiesige Polizei. Hm? Hölle werden Sie neu definieren müssen. Hör auf mit dieser Rufmordkampagne. Hurensöhn. Ich auch, ganz besonders. Ich auch mit meiner Mutter. Ich bedanke mich. Ich begebe mich auf sehr dünnes Eis. Ich belle nicht nur, ich beiße auch. Ich bestimmt nicht. Ich bin anders gestrickt als ihr alle zusammen auf dieser Welt. Ich bin auf der Hut und passe auf. Ich bin bedeutungslos. Ich bin begeistert. Ich bin bestens vorbereitet. Ich bin das Beste, was ein deutsches Volk hervorbringen kann. Ich bin der Herr über mein Leben. Ich bin doch das Paradebeispiel dafür. Ich bin doch ein kleines Licht. Ich bin ein besserer Deutscher, als ihr je sein werdet. Ich bin einer, der auch nachtritt. Ich bin einer der mit hauptkreativ seienden Menschen. Ich bin erstaunt. Ich bin euch im Denken und Vorausahnen immer um Lichtjahre voraus. Ich bin extrem. Ich bin hier der Chef. Ich bin hier sicherer als überall anders. Ich bin in keine Schublade zu zwingen. Ich bin kein Deutscher. Ich bin kein Deutscher. Ich bin kein Duckmäuser. Ich bin kein devotes Häschen. Ich bin keine Gefahr. Ich bin kein Eraserhead. Und so hoch sind meine Haare auch nicht. Ich bin keiner von denen, der zu Lebzeiten die Welt verändern oder verbessern wollen würde. Ich bin kein Mettlieferant mehr. Ich bin mir selbst am nächsten. Ich bin nicht arbeitsscheu. Ich bin nicht der Feind. Ich bin nicht Don Quixote de la Mancha. Ich bin nicht entmündigt. Ich bin nicht gefährlich. Ich bin nicht getroffen. Ich bin nicht korrumpierbar. Ich bin nicht käuflich. Ich bin nicht organisiert. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich bin nur gefährlich, wenn man mir an mein Leben geht. Ich bin nur zu menschlich. Ich bin seriös. Ich bin anständig. Ich bin trotzdem kein Deutscher. Ich bin was Besseres. Ich bin weg. Für alle Zeiten. Ich bin wehrhaft. Ich bin weiß Gott kein Einzelfall. Ich bleib am Ball. Ich blöffe nicht. Ich brauche nichts weiter zu sagen, ne? Und ich brauche noch nicht mal mein seinerzeit erwähntes Schweizer Taschenmesser. Ich brezel nicht ab. Ich bringe niemanden um in meinem Leben. Ich bringe euch alle um. Und ich denke, ich liege ziemlich richtig mit meiner Sicht der Dinge. Ich denke mal. Ich denke, wir verstehen uns. Ich dokumentiere das hier für die Staatsanwaltschaft. Ich empfehle mich. Ich entschuldige mich aufrichtig. Ich entschuldige mich. Ich erwarte eine Gegendarstellung von Ihnen. Ich fange jetzt erst richtig an. Ich fange erst an. Ich ficke euch Tag und Nacht. Ich finde das nicht mehr lustig. Ich finde dich. Real. Und dann gnade dir Gott. Ich finde sie. Und ich mach sie fertig. Ich freue mich meines Lebens. Ich freue mich schon drauf, wenn ich mal zuschlagen kann. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen konnte. Ich führe euch alle gnadenlos vor. Ich füttere keine Trolle. Ich gebe euch eure eigenen Eingeweide zum Verzehr. Ich geb euch mit. Ich gehe nicht alleine ins Grab, das schwöre ich euch. Ich hab den Rücken frei. Ich hab durchaus Optionen. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich habe auch sie bereits bei der Polizei angezeigt. Ich habe das Recht auf einen funktionierenden Telefonanschluss. Ich habe keine Angst vor solchem Abschaum wie euch. Ich habe mich abgesichert. Ich habe mich heute Abend selbst inspiriert. Ich habe nicht Angst vor der NWO. Ich habe nichts in meiner Vergangenheit gemacht, was ich bereuen müsste. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe noch mehrere Trümpfe in der Hand. Ich habe euch nicht in mein Leben eingeladen. Ich habe Unterstützung. Ich habe für mich entschieden, dass ich das mit dem Alkohol bleiben lasse. Ich habe genug Power, um das hier durchzuziehen. Ich habe ja auch keinen Bock darauf. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe sie nicht gerufen. Ich habe sie nicht in mein Leben eingeladen. Keinen von ihnen. Ich habe so meine Informanten. Ich habe Zeit. Ich halte das jetzt mal eine ganze Weile hier rein. Ich halte euch nur den Spiegel vor. Ich halte euch sogar noch den Strick. Ich harre der Dinge, die da kommen. Ich hasse keine Menschen. Ich hätte eine inzestiöse Beziehung zu meiner Mutter. Ich hatte mal einen Dachschaden. Ich kann auch anders.
Ich kann auch anders. Ich kann auch anders. Ich kann auch dich anzeigen. Ich kann auch mit brennbaren Flüssigkeiten dann plötzlich hinter ihnen stehen. Ich kann das auch erzwingen. Ich kann das jederzeit der Polizei beweisen. Ich kann dich zerstören. Ich kann mir den Luxus leisten. Ich kann nach allen Seiten hin austeilen. Vergessen Sie das nie. Ich kann Sie gesellschaftlich tot machen. Ich kann töten, wenn ich muss. Ich knie nur vor meinem Schöpfer. Ich komme auch telefonisch generell nicht mehr raus. Ich komme aus einem guten Stall. Ich komme zurück. Ich krieg alles mit. Ich krieg euch alle dran. Ich krieg euch alle dran. Ich lasse das mit euch alles ganz schnell hinter mir. Ich lasse mich nicht einschüchtern und ängstigen. Ich lasse mich nicht in meinem Leben vergewaltigen. Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich lasse mich von euch nicht zum Opfer machen. Ich lasse mir mein bisschen Leben hier nicht von wildfremden Abschaum wie euch noch zerstören. Ich lasse mir von euch Bazis da im Süden Deutschlands doch nicht in mein Leben vergällen und zerstören. Ich lese euch diese Mail jetzt vor. Ich mach das nicht, du Drecksau. Ich mach euch zu den bestgehasstesten und geächtetsten Menschen der Bundesrepublik Deutschland. Jeden einzelnen von euch. Ich meine das so, wie ich sage. Ich meine das todernst. Ich möchte Leid und Elend und Zerwürfnis und Zerstörung in eure Leben bringen. Ich muss mir das nicht geben. Ich müsste lügen. Ich nehme es systematisch mit jedem von euch auf. Ich nehme es mit jedem von euch auf. Ich nenne doch die Dinge nur beim Namen. Ich öffne diesen verdammten Brief nicht. Ich pöbel. Ich rotiere im Hintergrund. Mehr als Ihnen allen lieb sein kann. Ich säge an Ihrem Stuhl. Ich sag ja. Ich sag gar nichts mehr. Das reicht als Beweis. Ich sag nur schwedische Gardinen. Ich schlachte euch alle systematisch ab. Ich schlage jeden Teufel in Menschengestalt, wenn es sein muss, tot. Ich schlage sie nicht nur real zum Krüppel. Ich schütze sie letztendlich vor sich selbst. Ich schwinge mich hier nicht zu einer moralischen Instanz auf. Ich sitze am längeren Hebel. Ich sitze in keinem Rollstuhl. Ich kann rennen und bin flink wie ein Wiesel. Ich habe nie einen Rollstuhl besessen. Ich, so wie auch meine Mutter, bleiben hier in Berlin. Ich spucke auf euch. Ich stecke jeden von euch in die Tasche, wenn es drauf ankommt. Ich stehe zu all meinen Aussagen, die ich hier getätigt habe. Ich tue der NWO nichts. Ich überprüfe das noch. Ich verfolge dich und deinen Kanal und bin dir wohlgesonnen. Ich verwette meinen Arsch dafür. Ich wäre zu faul zum Arbeiten. Ich war nämlich heute beim Friseur. Ich warne dich, du Sau. Ich warne dich. Ich war noch nie vor der Kamera. Ich war stets beliebt bei den Patienten. Ich weiß. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß das. Ich weiß es doch besser. Ich weiß mich zu benehmen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wer. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weite das dann auch aus und werde deine ganze Familie denunzieren. Ich werde daraus jetzt ein bundesweites Politikum machen und ich werde auch die Presse einschalten. Ich werde dich auf die Intensivstation irgendwann mal prügeln. Ich werde dafür sorgen, dass YouTube Deutschland geschlossen wird. Ich werde dafür sorgen, dass YouTube Deutschland in noch nicht mal einem Jahr abgewickelt wird. Ich werde euch dran kriegen. Ich werde herausfinden, wer das war und der Mensch wird seines Lebens nicht mehr froh. Ich werde jeden einzelnen von euch melden. Ich werde jetzt richtig, richtig am Rad drehen und ich werde es systematisch zerstören. Ich werde euch diesen Hexensabbat an meiner Person austreiben. Ich werde ihn nicht töten, ganz bestimmt nicht, aber ich werde ihn so zurichten, dass er das sein Leben lang nicht vergisst. Ich werde sie nicht nur medial hinrichten. Ich will, dass deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister auf dich spucken und sich von dir abwenden. Ich will dich bluten sehen, ich will dich leiden sehen. Ich will diesen Menschen hinter Gittern sehen. Ich will Ergebnisse. Ich will mir was antun. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich würde das nie tun. Ich wurde garantiert nicht auf AIDS getestet. Ich wurde hier telefonisch anonym bedroht. Ich würde nie angekrochen kommen. Ich wusste ja sowieso, dass ihr das nicht macht. Ich zerbreche euch. Ich zerbreche eure Leben. Ich zerbreche jeden von euch, wenn es mir beliebt. Ich zerstöre dich und deine Familie juristisch. Und von dir, Sau, werde ich auch Schmerzensgeld verlangen, aber nicht zu knapp. Ich zögere nicht eine Sekunde, auch dich und dein Leben zu zerstören. Du perverser, geisteskranker Psychopath. Ihnen empfehle ich auch, mich zu deabonnieren. Ihnen wird das Lachen noch vergehen und die Häme und der Spott über mich. Ihr Abschaum. Ihr Abschaum in Menschengestalt, der besser nie geboren worden wäre. Ihr Abschaum nicht. Ihr Armleuchter, ihr Rohrkrepierer, ihr Mentalen. Ihr armseligen Geschöpfe. Ihr armseligen Hurenböcke und vielleicht auch ein paar Huren. Ihr armseligen Stricher. Ihr Blender und Faker. Ihr braucht bloß im Krankenhaus anrufen. Ihr brecht mich nicht. Ihr degradiert euch in Sachen Menschlichkeit, nicht ich mich. Ihr denkt, ihr könnt Macht ausüben über mein Leben? Ihr Dummbratzen, ihr dummen Schweine. Ihre Drohmehl gegen mich. Ihr elendiger Abschaum, ihr Untermenschen, ihr verdammtes Saupack. Ihr elendiger, dreckiger Abschaum. Ihre Mutter wird vorzeitig sterben. Ihr erfasst nicht die spirituelle Dimension. Ihr geht alle an mir
zugrunde. Ihr geht systematisch an jemanden wie mir zugrunde. Ihr geisteskranken Psychopathen. Ihr geisteskranken Psychopathen. Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich diesen Bullshit glaube. Ihr habt das auch gar nicht verdient. Ihr habt die Wahl. Ihr habt doch diesen Streit vom Zaun gebrochen. Ihr habt doch kein Gewissen. Ihr habt es in der Hand. Ihr habt das nicht anders verdient. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht. Unter 7 Milliarden, den absolut Falschen. Ihr habt euch erst zu verpissen. Ihr habt euch mir aufgedrängt. Ihr habt ja ein sonniges Gemüt. Ihr habt keine Macht über mein Leben. Ihr habt kein Herz. Ihr habt mein Leben so pervers ad absurdum geführt. Ihr habt nicht den geringsten Anteil daran. Ihr habt nicht so viel Macht über mein Leben. Ihr habt vielleicht genug Fantasie. Ihr holt nur das Beste aus mir heraus. Ihr kämpft gegen meine Windmühlen. Ihr kommt auch real hier angeschissen. Ihr kommt noch früh genug dran. Ihr könnt die Socken scharf machen. Ihr könnt ja auch nicht anders. Ihr könnt mich gründlichst fertig machen. Ihr könnt mir helfen. Ihr könnt nicht verlieren. Ihr kranken Naturen. Ihr kranken, perversen, entarteten Naturen. Ihr kratzt nicht mehr ansatzweise an meinem Leben. Ihr lasst die Kinder im Stich. Ihr macht auch Fehler. Ihr macht YouTube nicht aus. Ihr Masken. Ihr mentalen und seelenlosen Rohrkrepierer. Ihr Monstren in Menschengestalt. Ihr Monstren in Menschengestalt. Ihr müsst Angst vor mir haben. Ihr müsst das auch mal im Kontext sehen. Ihr müsst jetzt Angst vor mir bekommen. Ihr nennt das Matt? Ihr nennt das nicht mehr Matt, wenn euer Blut fließt. Ihr NWO-Psychopathen. Ihr obskures Gesindel und gesocks nicht. Ihr perversen Hater-Dreckschweine. Ihr perversen kranken Schweine. Ihr perversen, pervertierten Schweine von Hatern und Fake-Abonnenten. Ihr perversen Schweine. Ihr perverses Abschaumgesocks. Ihr pisst mir nicht weiter in meinem Leben ans Bein. Ihr pisst mir und meinem Leben nicht mehr ans Bein. Ihr sägt an euren Ästen, nicht an meinen. Ihr schafft das bei mir nicht. Ihr Schwachmaten nicht, ihr elendiges Gesocks. Ihr seht, ich kann auch ganz ruhig und sachlich. Ihr seid Abschaum. Ihr seid alle auf der Abschussliste. Ihr seid alle eine ganz verkommene Brut. Ihr seid alle eine kosmische Mischpoke. Ihr seid alle geisteskrank und ihr seid rückgratlose Feiglinge. Ihr seid alle schon bei der Polizei bekannt. Dafür habe ich gesorgt. Ihr seid alle systematisch fertig. Ihr seid der Abschaum. Ihr seid die Boshaften. Ihr seid die Entarteten. Ihr seid die Gefickten. Ihr seid die Geistesgestörten. Ihr seid die Kranken. Ihr seid die Untermenschen, die die Welt überwinden muss. Ihr seid doch die Pharisäer, nicht ich. Ihr seid doch ganz boshafte, gewissenlose, herzlose, grausame, entartete Naturen. Ihr seid doch nicht mehr ganz knusper im Kopf. Ihr seid doch Teil dieses Krebses. Ihr seid in mein Leben eingebrochen. Ich nicht in eures. Ihr seid in mein Leben eingedrungen, nicht ich in euers. Vergesst das nicht. Ihr seid keine guten Menschen. Ihr seid keine Menschen mehr. Ihr seid kein Deut besser als die Islamisten. Ihr seid kein Deut besser. Ihr seid keine wertvollen Menschen. Ihr seid letztendlich nur bedeutungslose Statisten. Ihr seid nicht das, was ihr vorgebt zu sein. Ihr seid nicht unfehlbar. Ihr seid sowas von geisteskrank. Ihr verschafft mir doch quasi einen Freibrief, irgendwann mal auszurasten. Ihr wart brutal zu mir und ich bin jetzt brutal zu euch. Ihr werdet es nicht schaffen, dass ich irgendwo lande. Ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Ihr werdet mich nie kleinkriegen. Ihr werdet schnell feststellen, dass das kein Wett ist. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt Blut? Ihr wollt eine Kostprobe von Macht? Ihr wollt es nicht anders, ihr kriegt es so. Ihr wollt immer oben aufsitzen? Ihr wollt Macht über mein Leben ausüben? Ihr wollt mich brechen? Ihr wollt mich und meine kleine Familie zerbrechen? Ihr wollt mich wohl wirklich brechen? Ihr zerbrecht mir mein bisschen Leben und das meiner alten kranken Mutter an meiner Seite nicht. Im Gegenteil. Im Gerichtssaal. Im Prinzip ist das eine Vergewaltigung, was Sie hier praktizieren schriftlich. Das wissen Sie auch, Sie Säue von dem Herrn. In 50 Jahren Leben lernt man schon auch gnadenlos zu werden, wenn es sein muss. In Anführungsstrichen. In dem Sinne. In dem Sinne. In der Kürze liegt die Würze. In diesem Land will doch einer des anderen Teufel sein. In meinem Fall lasse ich nicht zu, dass man den Bock zum Gärtner macht. In meine Privatsphäre eindringen. In Sachen Mentalkannibalismus. Interessiert mich nicht mehr. In unmittelbarer Nähe von mir. In 10 Minuten ist alles weg. Inzestuös irgendwie missbrauchen. Irgendwie Magie zu betreiben. Ironie des Schicksals. Irrelevant. Ist das klar? Ist das nicht der blanke Hohn? Ist das wieder feines Mett für euch? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's ziemlich ungeniert. Doch der blanke Hohn, ne? Ist eben was für Individualisten. Ist auch richtig rum? Ja, ist richtig rum. Ist hartnäckig wie ein Haufen Kacke an der Hacke meines Lebens, die ich jetzt abstreifen werde. Ist ja beweisbar. Ist spannend. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, das ist langweilig, ne? Aber nicht für mich. Ja, du bist doch selbst schuld, Baraka. Ja, es besteht Handlungsbedarf. Ja. Ja. Ja, ich bin da unbedarft. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, ich gehe zur Presse.
Ich gehe zur Presse. Ja, irgendwie feindlich. Ja, ist alles sehr seltsam. Es muss ja wohl erst immer was passieren, bis ihr anrückt. Ja, ja, das gefällt mir. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, man kann es so sagen. Tja, Polizei. Ja, primitiv zusammengefasst. Ja. Ja, seht ihr? Ja, so machen wir es. Ja, so weit kommt's noch. So weit kommt's noch. Ja, träumt mal weiter. Ja. Jeden Einzelnen von euch. Jeder Euro kann helfen. Jeder ist sich selbst der Nächste und ich bin mir auch selbst der Nächste und meiner Mutter. Jetzt erst recht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's runter. Jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist der Sack zu. Jetzt ist genug. Jetzt klingelt's. Jetzt mache ich erst recht weiter. Jetzt mehr denn je. Jetzt platzt bald die Bombe. Jetzt raste ich aus. Jetzt reicht es mir. Jetzt ist das Maß voll. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt platze ich. Jetzt raste ich aus. Jetzt reicht es. Jetzt reicht mir das. Jetzt ist das Maß mehr als überschritten. Jetzt reicht's mir. Jetzt sage ich bis hierhin und nicht weiter. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt werde ich zum Totschläger. Und jetzt wieder eine perverse Mehl von perversen kranken Geschöpfen. Juristisch, gesellschaftlich, finanziell. Kanal, kann man doch leben mit. Kartoffelpüree und Gurke. Katholischer Theologe. Kehrt vor eurer eigenen dreckigen Tür. Keine 3 Stunden mehr. Keine Gnade, kein Erbarmen mit keinem von euch. Keine Gnade. Keine juristischen Konsequenzen für sie. Keiner von euch schafft das. Keiner von euch. Kein Thema. Klar, ich habe auch Fehler gemacht. Klarstellung, ja? Klingelterror. Knast und Forensik. Komm schon. Kommt! Kommt! Können Sie sich mir mal offenbaren, erklären, was für Deppen Sie sind, für Vollpfosten, für zurückgebliebene, degenerierte Leute? Könnt ihr haben. Körperverletzung. Krankenhausreif schlagen. Krankenhausreif und zum Pflegefall prügeln. Krankenpflegehelfer. Kriegen wir euch noch groß? Krieg. Kripo. SEK. Na? Kripo. Küchenschabe. Kümmern Sie sich um solche Subjekte. Kurz und bindig und knapp. Lang lebe die NWO. Langsam habe ich die Hoffnung aufgegeben. Lasst es bitte bleiben. Lasst es bleiben. Lasst ihr euch mal auf euren Geisteszustand untersuchen. Lasst mich in Ruhe, ihr Kümmeltürken. Lebendig verfaulend. Lebe wohl. Let's play. Leuten wie euch muss man sogar die Bürgerrechte und die Staatsbürgerschaft meiner Meinung nach aberkennen. Leute redeten auffällig. Lidlhem, du Drecksau, du Dreckbratze, dafür würde ich dir schon sämtliche Knochen im Leib brechen, wenn wir uns sehen würden. Lidlhem, du Schwachkopf, liefert ihn mir aus mit Klarnamen. Lobhudelt. Lösche das ganz, ganz schnell. Lösche dich, sonst mache ich dich fertig und deine Familie auch. Löschen, löschen. Lustig, ne? Mach diesen Mann fertig. Macht diesen Mann tot. Macht er einen leicht ungepflegten Eindruck auf mich. Macht es doch erstmal besser. Macht ihn systematisch fertig. Mach weiter so und du bist ein toter Mann. Mädel, hältst du mich für so grenzdebil? Man braucht sich gar nicht zu fragen, aus welchen schlechten Stellen ihr alle stammt. Man braucht sich nicht alles gefallen zu lassen. Manche sind ja so saudumm. Man darf sich wehren. Man entferne sich geflissentlich. Man filmte sogar auf dem Gelände. Man hat mir nämlich erklärt, wie das zusammenspielt. Man ist einmal mehr von mir gewarnt. Man kann sich das natürlich immer so zurechtbiegen. Man kehre vor der eigenen Tür. Man muss auch verlieren können. Man muss sich wirklich fragen, welchen Geisteskind sie alle sind. Mann, wäre das geil. Man verfolgte mich bis ins Krankenhaus. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr menschenverachtend und Menschenhass geht wohl nicht. Mein altes PC-Notebook ist immer noch bei der Polizei. Meine Befriedigung. Meine Meinung. Mein Darm und meine Blase. Meinen Sie nicht? Meine Telefonleitung. Mein Fall ist doch bestens dokumentiert. Mein Gott, bin ich schrecklich. Mein junger Lover. Mein Land, mein Herzblut und so, wie ich den Scheiß hier nannte. Mein Mercedes-Benz. Mein Mann. Menschenopfer. Menschen wie ich sind der wahre Kern des Volkes. Mentalen Missgeburten. Merken Sie bei der Polizei, was für ein Psychopath das ist? Merken Sie jetzt, wie denn die Luft für Sie wird? Merkt euch das. Merkt euch das. Merkt euch das, ihr Abschaum. Matt. Mich hat soeben wieder eine entsprechende E-Mail erreicht. Mich kann man nicht mehr schrecken. Mich und meine Mutter. Mich wird man nicht einsperren. Mir ist das egal. Mir steht das schon wieder bis hier. Mir wurde nämlich schon bestätigt, dass es in Wirklichkeit eher so ist, dass ihr Angst vor mir habt. Mit Herzblut. Mit mir kann man bestens klarkommen. Mit mir legt man sich besser nicht an. Weder über das Medium Internet noch in real. Mit mir nicht. Mitten in der Nacht. Mit Vorbehalt habe ich das vorgelesen, auch dem ist Genüge getan. Mit Vorbehalt kann ja sein, dass es auch nur eine Ente ist, um aufzuwiegeln. Das werde ich noch herausfinden. Moment. Mord. Muss ich mehr sagen? Mutter Erde. Mutter. Na? Ja?
oder? Nach dem Fleisch. Nach dem Prinzip teile und herrsche. Nächstes Jahr wird besonders schlimm. Na, dann möchte ich nicht in euren Häuten stecken. Nee. Na, ist das wieder feines Mett für euch? Naja, das hat alles Folgen für Sie. Naja, ich werde hier aufs Übelste gestalkt und vorgeführt. Na, sag mal, warum klappt denn das hier nicht? Natürlich kenne ich eure Mentalität. Na, wunderbar, dann habe ich Millionenfeinde. Nee. Also das ist ein starkes Stück. Nee, habe ich eben nicht, du Arschgeburt. Nehmen Sie sich mal besser gehörig zurück. Nehmt mich nicht mehr zum Thema, ansonsten seid ihr dieses Jahr noch im Gefängnis, das schwöre ich euch. Nein. 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 Nein, du brauchst nicht für mich in den Knast gehen. Nein, du wirst vor Gericht landen, du Drecksau. Nein, ist es eben nicht. Nein, 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 nein. Nein. Nee. Ist vorbei. Nee, nee, das hat nicht sollen sein. Ha? Nicht eine Sekunde. Nichts anderes werdet ihr dann lesen. Nicht wirklich. Niemand auf Erden hasst das Böse mehr als ich. Niemand gibt euch das Recht dazu. Niemand ist je hungrig vom Tisch aufgestanden. Niemand. Niemand zu Hause wohl. Noch mehr kranke Scheiße vom kranken, maskierten, nackten Ninja Baraka. Aha. Noch nie, noch nie. Nö, das sehe ich nicht so. Notwehrparagraphen? Nun gut. Nun gut. Nun könnt ihr daraus wieder irgendwelchen Mist machen. Nun wisst ihr Bescheid. Nun zum Wesentlichen. Obdachlose. Obskure Leute und auch Ausländer. Ach, da kommt ja nichts von der Polizei. Oder im nächsten Jahr. Oder standrechtlich erschossen. Oder umgekehrt. Oder? Oder wie auch immer. Offizielles Angebot. Oh Gott. Ohne Worte. Oh, 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 oh. Oh Wunder. Okay. Ach, ihr seid wie kleine, groteske, böse Enfants terribles, schreckliche Kinder. Perverse Spielchen spielen. Pissfotzen. Psychokrüppeln. Punkt. Rache ist einfach was Geiles. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Rache ist was Schönes. Realisiert. Real. Physisch! Real physisch! Reicht das? Retro... Ritualmorde. Rotiert. Oder ich mache euch die Hölle heiß. Rückzug auf ganzer Linie. Sagen Sie mal, merken Sie noch was in Ihrem Wahn? Sag ich da was Unwahres? Saudung wie Schifferscheiße. Schämt ihr euch nicht, ihr Frauen hier in der westlichen Welt? Scheinbar. Scheiß auf die Kinder. Schert euch buchstäblich zu eurem Teufel. Schluss damit. Schön bei der Wahrheit bleiben. Schön die Kirche im Dorf lassen. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende noch. Schön, schön, schön. Schreibt euch das hinter die Ohren. Schriftlich, postalisch, persönlich real. Schulde ich Ihnen Rechenschaft? Schwachsinnsmails von euch Idioten. 666. Sehen Sie zu, dass die Akte zu meiner Person entsorgt wird? Sehe ich so aus wie eine inkontinente ältere Frau? Seht ihr? Seid froh, dass ich kein Gott bin. Seid ihr eine Bereicherung für die Welt? Seine stahlblauen Augen blickten mich an. Seltsam nicht. Sex und Porno-Cells. Sie ängstigen mich nicht. Sie bringe ich in die Forensik. Sie denken, Sie können mich für blöd verkaufen und hinters Licht führen. Sie Exkrement in Menschenhaut. Sie fingen an. Sie haben in meinem Wohnzimmer, Item, auch in meinem virtuellen, nichts verloren. Ich habe sie nicht eingeladen. Denn die haben in unseren Reihen nichts verloren. Sie haben sich hier die falsche Person für ihr perfides Spiel ausgesucht. Die hinterhältiger. Kleiner Wicht. Sieht das nach Spendenbetrug aus? Sie kommen auch nicht davon. Sie kommen mir nicht davon. Sie können weiterhin mein Freund sein. Sie kriege ich besonders dran. Sie mach ich tot! Sie müssen mich nicht mögen. Sie müssen nicht meiner Meinung sein. Sie müssen sich mal in meine Lage versetzen. Sie nicht! Sie perverses Stück Scheiße. Sie Sadist. Sie rauchen wahrscheinlich viel mehr als ich. Sie renitente, gemeingefährliche... sadistische, perverse Drecksau. Sie scheinen den Knall noch nicht gehört zu haben und den Ernst der Lage erfasst zu haben. Sie selbstgefälliges, arrogantes, kleines Arschloch. Sie sind also schon bekannt. Sie sind auch angreifbar und zerstörbar. Sie sind auch auf meiner Abschussliste. Sie sind auch noch fällig, ja? Sie sind doch arme Pisser. Arme Huren und Hurensöhne. Sie sind doch nicht mehr ganz knusper im Häuschen. Sie sind doch von allen guten Geistern verlassen. Sie sind in mein Leben geplatzt. Sie sind nur ein geltungssüchtiger Poser. Sie spinnen doch. Sie werden mich nie wieder ans Telefon kriegen. Sie werden um Gnade winseln. Sie wissen genau, dass ich keine Gang habe. Sie wissen jetzt ansatzweise, wie ich ticke. Sie wissen, was ich damit meine. Sie wissen, worauf ich anspiele. So. 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 So, das ist alles authentisch. Sodom, Gomorra und Babylon sind metaphysisch und spirituell nie untergegangen. So, du Drecksau. So ein Ende hat niemand verdient. So eine Teufelei habe ich noch nie erlebt, ja, in meinem Leben. So einfach ist das. So ein krankes Volk ist mir noch nie untergekommen. So ein schreckliches Geschöpf bin ich. So ein Schwachsinnsbrief, so ein krankes Pamphlet. So geht das. Mit dem Kämpfen. So, ich denke, man sieht das ausreichend. Solche perversen Naturen seid ihr. Solve et coagula.
et habibis magisterium. So, meine Geduld ist langsam erschöpft. Sonst mache ich euch die Hölle heiß. So, und das soll auch genügen. So, und das war's jetzt auch. So ungefähr. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu, ne? So viel ist sicher. So viel zur Wahrnehmung von euch. Sowas. So. So, weiter im Text. Spart euch das, ihr Schwachmaten. Spendet so viel, wie ihr könnt. Sprechen Sie die Worte. Spuckt auf ihn, wenn ihr ihn erkennt oder glaubt zu erkennen auf der Straße. Zur Hölle mit euch. Staatsanwaltschaft. Staatsschutz! 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 Steter Tropfen höhlt den Stein. Stichwort abgelehnte Umschulung. Stilisiert mich nicht zu einer Art Heldenhoch. Ihr würdet das selber an meiner Stelle tun. Stille Ruhe der See. Stimmiges Kanalbild. Stream. Strike. Sucht's euch aus. Sucht euch mal einen anderen Dummen. Suprasexualisierung unserer Welt. Systematisch. Teufelsbrot. The show must go on. Tja. Tja. Tja, damals, ja. Tja. Tja, ihr habt alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Tja, ihr habt Probleme, nicht ich. Tja, so ist das. Tja, starker Tobak, ne? Tja, dafür werde ich sie auch in den Knast und in die Forensik bringen. Tja, und damit kann man sein Leben zerstören, ne? Tja, und das nehme ich ernst. Totgespritzt. Tot. Treibt es weiter auf die Spitze mit mir. Triggern lasse ich mich von euch in keinster Weise mehr. Tschüssi. Tschüss. Tun Sie das und der Albtraum endet noch heute. Tut mir leid. Überlegen Sie sich das gut. Übrigens, am 26.12. hat man hier auf mein Wohnzimmerfenster geschossen. Übrigens, ich habe Informationen erhalten, um das ein für alle Mal hier klarzustellen, ihr Abschaum. Und, aber, egal. Und am besten die Eltern von Leuten wie euch, die sowas wie euch in die Welt setzen und so eine Brut sich so entwickeln lassen, gleich mit abschlachten. Und auf die sogenannten anständigen YouTuber ist geschissen. Und da habe ich auch nie irgendwie Einfluss darauf genommen. Und damit hat sich das erledigt. Und dann bin ich sicher vor ihnen allen da draußen, vor diesen Monstern. Und dann das Erbärmliche. Und dann drehte ich ihn zur Seite. Und dann geht es richtig los. Mit aller Brutalität. Und dann gnade dir Gott. Und dann kommt das wahrscheinlich auch in die Presse. Und dann rollen Köpfe. Und dann schlage ich dich zum Krüppel. Und dann setzt es was. Und dann stehe ich vor eurer Haustür. Und dann werden wir sehen, wohin das führt. Und dann wird wohl eher das SEK ein Auge auf dich werfen müssen. Und das entziehe ich euch jetzt ja auch. Und das ist alles keine Paranoia, der ich hier erliege. Und das ist auch statthaft. Und das sind dann solche Psychopathen. Und das über eine mittlerweile 84-jährige Frau. Und das Video bleibt auch. Und das wird hier mit Sicherheit nicht gemeldet. Und der Schluss liegt nahe. Und die Sau, die mir das untergejubelt hat, die werde ich systematisch zerstören. Und die werden ihres Lebens nicht mehr froh. Und dort wurde ich wieder bedroht und verunglimpft. Und es gibt kein Entkommen. Und es ist alles lückenlos dokumentiert. Und es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und eure Schwachsinn, den könnt ihr euch sonst wohin stecken, ihr perversen Schweine. Und geisteskranken NWO-Psychopathen. Und gut sein heißt schon lange nicht mehr die Wange hinhalten, meine Damen und Herren. Und habt bitte Verständnis für meine Entscheidung. Und hier offiziell meine klare Ansage. Und ich bestimme den Kurs in meinem Leben. Und ich bin auch ehrlich. Und ich bin auch kein Betrüger. Und ich bin auch nicht einsam. Und ich bin auch nicht naiv. Und ich bin nicht der Sohn Gottes. Und ich bin real tödlicher als je zuvor. Und ich lass auch nicht nach und ich gehe auch durch die Instanzen. Und ich habe keine Urkundenfälschung betrieben. Und ich hoffe, einigen von euch passiert noch viel in diesem Jahr. Und ich lasse auch keine Ruhe. Und ich linderte sein Leid mit Wasserstoffperoxid. Und ich meine das durchaus ernst. Und ich muss mich wirklich fragen, wie saudumm und primitiv ihr doch eigentlich seid. Und ich rede nicht von mir oder meiner armen alten kranken Mutter. Und ich ruhe auch nicht eher, bis ich Erfolg habe. Und ich sage auch ganz ehrlich. Und ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Und ich stehe auch zu meiner Aussage. Und ich stehe jetzt kurz vorm Ausrasten. Und ich stehe zu meiner Meinung. Und ich traue auch niemandem. Und ich trete nach und ich schlage zu. Und ich vergesse so schnell auch nicht. Und ich werde euch auch eine Falle stellen. Und ihre Familie grün und blau schlagen. Und ihr habt keinerlei Stimme in meinem Leben. Und ihr könnt disliken ohne Ende. Und ihr, menschlicher Abfall, ihr denkt, ihr könnt Gott in meinem Leben spielen. Und ihr werdet euch noch wundern. Und irgendwo hört's auf. Und ironisch und boshaft. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja.
so ist es besser. Und ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt brechen alle Dämme in mir. Und jetzt postwendet meine Antwort. Und keine Justiz kann mich davon abhalten. Und Metastasen. Und mir ist es so scheißegal. Und morgen gibt's schön gemischtes Gulasch, Rind- und Schweingulasch mit Thüringer Klößen. Und noch etwas möchte ich sagen. Und noch viel Schlimmeres. Und nun kommt ihr ins Spiel. Und Sadisten aus Leidenschaft. Und sie hätten gekotzt. Und so habe ich's damals auch gemacht. Und so viel zu meinem Sensibelsein, ne? Und stellen mich hier auch als Vollpfosten und Deppen dar und surreal lebenden Menschen. Und über mich hier die Nase rümpfen. Was seid denn ihr für Monster? Und. Und unsere üblichen Gänge auf der Straße unseres Lebens. Und von mir muss man auch Angst haben. Und was ich sage, hat Hand und Fuß. Und wenn es extrem wird, dann wird es eben extrem. Und wenn es Wochen, Monate und Jahre dauert. Und wenn es an mir festzumachen ist, bitte. Und wenn sich hier jemand schon lächerlich macht. Und wollen wir mal festhalten. Unfähig, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ungeachtet eurer Dislikes, eurer Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz meines Kanals. Ungeachtet seiner Neigung zum eigenen Geschlecht hin. Ungestraft in den Weiten des Netzes. Unsere Beziehung zueinander ist beendet. Unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten. Unter solchen Vorzeichen dann doch nicht. Verantwortungsbewusst. Ah, verdammtes Jahr war Update. Vergesst das alles. Vergesst das nie. Verrecken sollt ihr alle, verrecken sollt ihr alle. Versicherungsbetrug, Videograbber. Viel Fein, viel Ehr. Vielleicht gründe ich einen Verein. Vielleicht sogar bis in die politische Ebene. Von A bis Z. Von mir wird man noch einiges zu hören bekommen. Von nichts kommt nichts. Von so einer einfachen Internetanzeige kommt kein SEK der Welt. Von unabsehbarer Tragweite. Von wegen, mein Herr hat sich nach mir erkundigen wollen. Von wegen, vorbestraft, vor Jahren nicht und auch nicht in Jahrzehnten. Vorspiegelung falscher Tatsachen. Vor unserem Haus. Vorzeitige Entlassung wegen guter Führung. War das schrecklich. Wäre da doch mal eine Idee, sowas auf die Agenda zu bringen, ne? Warten Sie mal. Warum dieser Aufwand um meine Person? Warum lässt Gott so etwas zu? Warum schießt man sich so auf mich ein? Warum soll gerade ich den Opfergang nach Canossa vollziehen? Warum tun sie sich das an? Was bildest du Abschaum in Menschengestalt dir ein? Was denkt ihr jetzt? Was hast du denn zu verbergen? Was hat das für einen Sinn für die Welt? Was immer sich dahinter verbirgt. Was interessieren mich eure Scheißgeschäfte? Was ist denn da los? Was ist die Essenz aus allem? Was ist von Katholiken schon zu erwarten, ne? Was meinen Sie? Was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Was seid ihr für erbärmliche Monster? Was seid ihr doch für ein elendiges Gesindel? Was seid ihr für entartete Natur? Was will man von mir? Was wird hier eigentlich gespielt? Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Was wollt ihr hier für eine kranke Legende um meine Person herumstricken? Weder auf YouTube noch in der Realität meines Lebens. Weder Reizwäsche noch Darmbinden. Wegen euch Abschaum. Wegen Gotteslästerung an meiner Person. Weg mit dem Dreck. Wehrhafter Mann. Weich wie eine sanfte Brise. Weiter geht's im Text. Weiter geht's. Weniger ist bekanntlich mehr, wenn ich merke, dass ich gefilmt werde. Wenn noch einer hier je mit seinen dreckigen, speckigen Fingern bei mir klingelt. Wer bin ich, der sich vor so einem zu Kreuze krieche? Wer fickt hier wen an? Wer hat von euch gespendet, von euch Pappnasen? Wer seid ihr? Wetten, dass ich das bringe? Wie entartet und widerlich und satanisch. Wie es in den Wald reinschallt, schallt es auch wieder raus. Wie heißen sie? Wie lästiges Geschmeiß. Wie man es gerade braucht, um jemanden zu diffamieren. Wie sich das gehört. Wir bleiben hier in Berlin. Wir bleiben in Berlin. Wir essen erst um 6. Wir kennen uns ja ein bisschen, ne? Wir lassen uns nicht aus unserem Leben verjagen, meine Mutter und ich. Wir müssen im Prinzip euch alle regelrecht hinrichten und abschlachten. Wir werden uns real begegnen. Wir wissen, wofür das steht. Wir wollen doch nicht, dass was Schlimmes in eurem Leben passiert. Wo bin ich klappautrig? Wo bin ich knochig? Wo hab ich eine Hakennase? Woher hat er diese Information? Wo kriege ich den nächsten Bolzenmeister her? Wollen wir mal sehen, wer hier einfährt. Wo störe ich irgendwelche Bauvorhaben oder Projekte? Wüste Zusammenschnitte? Yeah, let's rock! Yeehaw! YouTube Deutschland wird's bald nicht mehr geben, weiß Gott. YouTube Deutschland wird es nicht mehr lange geben. YouTube ist der letzte Dreck für anständig gebliebene Leute wie mich. YouTube ist ein rechtsfreier Raum. YouTube-Mafia. 10 Euro Prozesskostenbeihilfe zerstört das Leben dieses Menschen. Zeugen ohne Ende. Zuerst misst immer die Polizei mit. Zu euch werden die Sondereinsatzkommandos kommen, zu Grabe tragen. Zum Glück. Zündelt mal so weiter. Zur Anzeige bringen.